Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute sind wir unterwegs im Alpstein. Da kann man wandern und baden. Für alle ist es nicht lustig, in einem berstend vollen Bändchen irgendwie schwebend unterwegs zu sein. Und es ist heiss. Aber hier oben, auf dem hohen Kasten, wird man dann belohnt, heute sogar musikalisch. Der hohe Kasten liegt übrigens auf der Kantonsgrenze zwischen Appenzell und St. Gallen. Von da aus hat man eine eindrückliche Panoramasicht auf die Schweiz, Deutschland, Österreich und auf Liechtenstein. Anfänger sind wir ja alle mal gewesen. Und auch wenn der Ton nicht immer zu 100% stimmt, ist es trotzdem etwas Schönes, die Berge mit dem Alphorn zu erleben. Wir schauen auf den Sämtisensee. Wäre das schön, wenn wir jetzt schon da wären. Bei diesen Temperaturen träumen wir schon am Vormittag von einer Abkühlung. Unsere Schritte gehen darum ein bisschen schneller als sonst. Also in den Sämtisee würde ich zum liebsten reingumpen, aber... Wir sind noch ein bisschen weiter weg. Ja, das machen wir aber noch. Wir laufen in Richtung Stauber und Sachsenlücke. Durch schattenspendende Wege und Sättige, wo die Sonne gnadenlos auf den Fels runterbrennt. Heute brauchen wir Ausdauer und viel Wasser. Glück kann man sich noch schön machen in der Kamera. Es ist so heiß, wirklich. Was hast du ausgesucht? Es geht ob sie. Sie haben ja den Wanderweg leider nicht der Höhenlinie entlang gebaut, sondern es geht auf und ab. Aber ab und zu hat es Schatten und das ist dann ganz schön. Das ist angenehm, aber ja, in der Stadt wäre es noch viel heißer. Das ist wahr. 37 Grad. Und freuen wir uns über die Hitze hier. Ja. Ein bisschen Bedenken hatte ich ja schon, als Thomas gesagt hat, dass wir auch über einen Grat laufen. Der ist aber sehr gut machbar und ich kann sogar den Ausblick geniessen und komme dabei noch auf eine Idee. Ich finde das nur eine relativ gute Idee. Jetzt freue ich mich erst recht auf den See, kann ich sagen. Okay, gut. Die Aussicht auf ein kühles Bad heute bei dieser Hitze hat geholfen, voranzukommen. Der Fehlensee ist noch viel schöner als auf allen Fotos. Vor allem aber ist er eine göttliche Wohltat. Die Erfrischung muss kurz bleiben, weil wir haben noch ein bisschen etwas vor. Vorbei am Sämtiser See geht es aufs Plattenbüdeli und von dort auf den zahmen Gocht. Dass die Landschaft Maler inspiriert hat, verwundert nicht. Auch dem Heimatmaler Karl August Liner ist es so gegangen. Der Ausblick aufs Appenzell hat er im Jahr 1904 mit einem Ölbild festgehalten. Kurz vor Schluss kommt nochmal eine rechte Herausforderung, ein sehr steiler, aber gut gesicherter Abstieg, bekannt als zahme Gucht, wo alles andere ist als zahm. Ein bisschen stolz ist man dann aber trotzdem nach dem abenteuerlichen Abstieg.
Also der Thomas läuft hier oben wie ein Gemsi, aber er ist ja ein Bündner Steinbock, oder? Ursprünglich. Nicht mehr so ganz, aber ja. Wie war es? Ich, also cool. So, ich muss sagen, mit 10 Kilo Gewicht mehr merkst du, dass du einfach nicht mehr das Gleichgewicht hast. Das Gleiche. Also das ist so, ja. Darum hat es überall die Seile zum Heben, ja. Oder die Metallstiefel. Mhm. Ist also gut gesichert, man kommt wirklich gut runter. Ja, aber man muss also gut zu Morgen gegessen haben und, gut aufpassen. Konzentriert sein. Ja. Nachher bleibt es zwar steil, aber sehr übersichtlich. Wandern im Appenzellerland ist ein Fest. Und wer sich's leisten kann, die Wanderung auf 2 Tage zu verteilen, geniesst es umso mehr.